Hashtag so geht's, den Stromanbieter wechseln. Mehr als 1000 Stromanbieter gibt's in Deutschland. Ihr wollt den Anbieter wechseln, um Geld zu sparen oder die Umwelt zu schonen? So geht's. Zur Orientierung. Online-Strompreisrechner helfen. Ihr braucht nur euren letzten Stromjahresverbrauch eingeben. Der steht auf der Rechnung. Wichtig für den Wechsel, die maximale Laufzeit des neuen Vertrags sollte nicht länger als ein Jahr sein. Die Kündigungsfrist nicht länger als ein Monat. Vorsicht bei Festpreis, Superspar- und Vorauskasse-Angeboten. Die sind möglicherweise nicht kostendeckend kalkuliert und ihr zahlt am Ende drauf. Und Achtung bei Boni und Rabatten, die hübschen das Preisschild für das erste Vertragsjahr auf, aber ab dem zweiten Jahr gilt dann der normale Preis ohne Bonus. Den neuen Vertrag beim Anbieter in der Filiale oder online ausfüllen. Ihr braucht Name des alten Anbieters und Netzbetreibers, Kundennummer, Zählernummer und den letzten Jahresverbrauch. Das war's.